Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ja, wir sind ja schon wieder oder immer noch in der Runde der PCs oder der KI. Und die greifen wir uns die ganze Zeit an, deswegen hier die nächste Schlacht. Ja, er greift an, deswegen. Und es ist ein Fluss, das ist ganz gut für uns. Und er hat nicht so viele Fernkämpfer. Okay, es ist nur eine Straße. Ich dachte, es wäre ein Fluss. Gut. Forget it. So, also, wir haben sehr viele. Sehr viel Kavallerie. Das ist schon mal sehr schön. Ich werde mich hier aufstellen. Alter, wie das aussieht, ne? Das ist halt einfach eine kleine Armee. Das ist Rohan. Den Bonanza. Weißt du, es wird dann auch interessant, wie es mit meiner anderen Armee wird. Weil die besteht ja nur aus Kavallerie. Das wird dann auch lustig. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Wo? Ja, okay, das ist in Ordnung. Da. Gut, die Hälfte geht dahin. Die Hälfte geht dahin. So. Klar, der sieht das jetzt, aber das ist wurscht. Hetairenreiterei! Kavallerie! Doppelte Geschwindigkeit! Okay, wartet er auf seine Verstärkung oder nicht? Weil hier sind vier, hier sind vier. 2, 4, 6, 7. Ach, dann hat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hä? Okay, ich hab irgendwie nur gesehen, dass er. Oh, die armen Elefanten. Schnell weg hier. Alter, sind die schnell? Ihr. Das ist so nicht ganz korrekt. So würden Elefanten nicht machen. Ah, jetzt hat. Aber die wissen nicht wohin, okay. Und das haben die in Planet Zoo aber besser gemacht. Bin ich nicht begeistert davon. Wusstet ihr, dass Elefanten, wenn sie rennen, fast so schnell sind wie Pferde? Das ist so heftig. Das denkt man gar nicht, wie schnell die sind. Gut. Einmal Fun Fact rausgehauen und jetzt zurück zum Ernst der Lage. So, warte. Ich mach das mal ein bisschen anders. Ich mach das mal ein bisschen defensiver hier. So dass die nicht so leicht hier in den Rücken chargen können. Das wäre mir ganz angenehm. So, aber der lässt sich natürlich Zeit hier. Hör mal, Heerbannenspellkämpfer. Das wird auf jeden Fall interessant mit den Heerbanner, weil ich glaube, die haben auch Fernkampfangriffe. Also, beziehungsweise die haben. Die haben eben Speere. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Und
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Haben die einmal geschossen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wenn sie es gemacht haben, dann haben sie ihn nicht getroffen. Alter, hier kommt halt die ganze Kavallerie hin. Junge. Autsch. Das wird wehtun. Unser General wird angegriffen. Meine Kavallerie ist zum Glück besser als seine. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, die reiten einfach weiter. Die gehen hier hin. Soweit so gut. Okay, gut. Glücklicher war seine jetzt nicht so gut wie meine. So, hier noch eine Verstärkung. Schon ein bisschen angeknackt. So, das ist schon mal easy hier. Hier kommt nochmal seine Verstärkung. Männer wanken. No. Don't do it. Okay, aber ich verstehe es, du bist fast tot. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter. Der hat meine Kavallerie voll vernichtet. Jetzt kommt nochmal Verstärkung. Uiuiui. Los, move. Jetzt aber raus hier. Der viel Kavallerie, ne? Das war ein bisschen heftig. Junge. Das war ja dann gut, dass ich so viel Kavallerie hatte. Leinen Panzerschwert,
Imaginiere! Da kommt Infanterie bereit, des Landwachten. Da kommt Infanterie zu euren Diensten, Schwerter. Stolze Söhne Makedonien. Meine Kaiser Pikiniere! General Tribunus! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine Panzerpikiniere! General! Kavallerie! Doppelte Geschwindigkeit! Kessalische Kavallerie! Ja, jetzt habe ich die natürlich vergessen. Tut mir leid. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh je, oh je, oh je. Die armen Pferde. So, auf jeden Fall dürfen die noch ein bisschen was farmen. Auch wenn der bestimmt nicht mehr überlebt. Okay. Ich habe zu oft meine Kavallerie vergessen. Ah, verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. Also der Anfang war stark, aber dann... Ah gut, ich habe nur 2 verloren. Das ist ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, da unten. Ja, jeweils 8. Also 16 Kavallerie hat er. Huiuiui. Okay, der Rest ist dann für die. Huiuiui. Ah, leck mich. Das ist in Ordnung. Gegen Städte habe ich nichts. Ziegellose Piraterie wird natürlich Militärstörung bestochen, woraufhin sie sich aufgelöst hat. Zu euren Diensten. Aber wahrscheinlich eine Kavallerieeinheit. Ja, ich glaube, ich hatte 2, die relativ gut überlebt haben. Der Tod an Ehre! Ja, Versklaven. So, Tradition. Die Kavallerie hat ja alle... Die haben ja alle, Ding. Ne? Sperre. Kavallerie. Hetairin. Brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatte ich. Ne. 7, 8, ja. Da hatte ich so viele Kavallerie. Hier pushe ich nochmal. Stimmt, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Forschung, Wohlstand, Unterhaltung, Essen und das da. Das da für die Regeneration. Hier mache ich das da, hier mache ich das da, hier mache ich das da und hier mache ich ja. Nee, nix.
Hier mache ich das da, hier mache ich das da, hier mache ich das da. Hier mache ich das da. Und das war es. Gut. So, was geht da oben vor? Bist du wieder heile? Ja, du bist wieder heile. Das ist sehr schön. Dann spielen wir mal ein bisschen Out of Order. Und zwar Sparta ist tot und Makedonien nicht. Also Out of Order meine ich jetzt was ganz was anderes. Ich habe nur den Stuss geredet, weil ich mit Sparta angefangen habe, obwohl wir Makedonien sind. Genau, was ich meinte ist, Makedonien. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Makedonien geht jetzt Richtung. Makedonien geht jetzt Richtung Nordsee. Deswegen out of order. Okay. Hier haben wir den letzten Punkt. Die Frage ist, wie lange ich die noch aufhalten kann. Darius Untergang, Rang 7. Okay, warte. Das muss ich dann so oder so machen. Das ist natürlich auch interessant. Okay, das ist ein Big Boy. Ja. Gut, dann Tyren. Kavallerie wieder sehr stark vertrieben. On the point. Warte, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann 2 für Schildträger. Okay, das passt. Supi! Dann ist die Armee in 4 Runden fertig, um da oben anzugreifen. Gut, was mache ich hier? Was mache ich mit den Arvenern? Mal schauen. Arvener? Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. Reicht es uns als Beleidigung, dass wir ihnen den Krieg erklären? Warte mal. Niedrig. Die Liebe zum Gold weckt das böse Menschen. Götter, gebt mir Kraft. War das ganze Gerede umsonst? Umsonst. Diplomatische Mission nach Arvena, stimmt, hab ich ja mal. Egal. Ja, Krieg. So. Da habe ich ein bisschen bessere Chancen. Aber so habe ich noch bessere Chancen. Dann ist mein Verlust nicht ganz so groß. Hier ist Ding. In 6 Runden, das ist halt auch ein bisschen heavy. Ah, stimmt, hier kann ich ja auch eine Flotte aufstellen. Volle Rambo-Action hier. So, genau, dich mache ich nächstes Mal. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Also die parthische Familie ist ja ziemlich groß, ne? Aber an sich geht's gut.
Aber, oh, Würdenträger kann ich ja noch sehr viele machen. Minus. Minus 87. Wie komme ich auf 87? Da steht eine 5, Tobi. Naja, okay. 7 und, also 85 plus 3 minus 1 sind. Ich höre schon auf. Indische Familie. Gut, also wir können auf jeden Fall sehr viele Sachen noch machen. Hier Würdenträger. Warte, ich schau mal, wo die ganzen Spione sind. Also hier, da unten brauche ich auf jeden Fall noch einen Spion. Der hat, die ist eigentlich zu gut, um die jetzt nicht zu nehmen. Die ist eigentlich jetzt zu gut. Einheiten, Verstärkung ist auch super. Genau, dann hole ich mir hier aber auch noch mal einen Würdenträger. Ach, der ist auch gut. Der hat aber schon einen. Der hat aber keinen. Das war die, oder? Nee. Das war der. Zu eurem Dienst. Genau. Dann hier brauche ich trotzdem noch einen Würdenträger. Auch eine gute Eigenschaft. Hat hier irgendein General kein Boy dabei? Warte mal, das zum Rand der Welt, der hat kein Boy. Ah, jetzt hat er eine Frau an seiner Seite. Darius Untergang. Ja, der bekommt jetzt den. Okay, alles klar. Dann let's go! Ist sowieso jetzt so, dass die nächste Schlacht wird schon wieder nächste Runde erst gespielt werden, und zwar die da. Genau, da habe ich vorhin überlegt, ob ich die angreifen soll. Aber so ist es natürlich besser, wenn er zu mir kommt. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder da.